Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr einen ausgewaschenen Milchkarton, ihr braucht Tesafilm, ihr braucht verschiedene bunte Filzer, ihr braucht einen Kleber, ihr braucht verschiedene Stifte, ich habe einen Bleistift und einen dünnen schwarzen Stift, verschiedene Scheren, eine Bastelschere, eine kleine spitze Schere, ein Lineal und zweimal weißes Papier und ein bisschen Butterbrotpapier, das ist ein bisschen durchsichtig, ja, und ein batteriebetriebenes Teelicht. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, zeige ich euch natürlich, um was es hier geht. Wir wollen hier heute gemeinsam einen Schneemann basteln. Dieser Schneemann wird aus dem ganzen Milchkarton gebastelt. Ja, und das Besondere an diesem Schneemann ist, dass sein Bauch leuchtet im Dunkeln. Ja, und wie das im Dunkeln aussieht, das zeige ich dir jetzt. Hier siehst du ihn im Dunkeln leuchten. Das sieht echt cool aus. Er leuchtet so richtig schön von allen Seiten und ist somit ein echt super Hingucker, echt eine super Deko für Tag und für Nacht. Na dann, lass uns doch einfach mal loslegen. Als erstes nehmen wir unseren Milchkarton und ziehen die Laschen an den Seiten hoch. Dann müssen wir den Milchkarton mit weißem Papier bekleben. Dafür nehmen wir unser weißes Papier und legen unseren Milchkarton rauf, ziehen das weiße Papier rüber, nehmen unser Tesafilm und fixieren das Papier damit fest. So einfach schön nehmen und rankleben. So, wenn wir das gemacht haben, drehen wir unseren Milchkarton zurück, nehmen unseren Kleber und müssen jetzt das weiße Papier festkleben. Also schön Kleber nehmen, so, und dann schön den Milchkarton raufdrücken und weiter schön Kleber drauf machen und den Milchkarton weiter schön rumdrehen und randrücken schön. Und so geht es weiter. Wieder schön den Kleber nehmen, so, und dann wieder schön den Milchkarton randrücken. So, weiter geht's. Hier wieder auch weiter schön Kleber ranmachen und wieder schön randrücken. So, und jetzt kommt schon der letzte Rest vom Papier. Bitte wieder schön Kleber drauf machen und alles schön rankleben. So, schön festdrücken. So, dann haben wir hier unten noch Restpapier. Das schneiden wir bitte im ganzen Stück ab. Das ergibt einen Papierstreifen, den wir noch gut gebrauchen können. Einfach schön folgend mit der Schere schneiden. Schön drehen. So, und diesen Streifen können wir gut nutzen, um hier diese Lücke noch zuzukleben. Also hier schön Kleber drauf machen. So, und dann einfach diesen Streifen nehmen und einfach schön raufkleben und schön festdrücken. Das, was dann überschüssig ist, bitte abschneiden. So, dann sieht unser Karton erstmal so aus. Dann nehmen wir ihn in die Hände und drücken ihn nach oben. Ja, und da sehen wir ja, dass wir hier noch was übrig haben, das müssen wir auch bekleben. Aber bevor wir das machen, drücken wir unser Karton erstmal schon mal weiter runter. Ungefähr bis so. So, dass er noch gut stehen kann, der Karton, ja? Dann haben wir hier oben noch Plastik. Das schneiden wir mit der Schere bitte runter. Das ist relativ leicht, aber vorsichtig. Einfach die Schere ansetzen und den Plastikverschluss einfach abschneiden rundherum. So, so dass er relativ flach ist. So, dann sieht es so aus. Dann ist es flacher, ja? Dann nehmen wir unser Papier wieder und müssen jetzt das alles bekleben. Wir machen jetzt erstmal hier wieder Kleber drauf. Schön. So, schön Kleber drauf machen. Und dann nehmen wir unser Papier und kleben es schön drauf.
schön andrücken, schön festdrücken. So. Und wenn wir das haben, nehmen wir einfach unser Papier und drücken es einfach rundherum, ziehen es hier fest und nehmen jetzt das andere Papier und falten das zurück, gucken, wie viel wir circa brauchen. Und falten das andere Papier so zurück. So. Und dann wissen wir ganz genau, wo wir das abschneiden können. Ja, dann einfach die Schere nehmen und an unserem Faltknick einfach abschneiden. So. Und dann sieht es so aus. Und jetzt können wir das Papier hier rankleben. Vorher müssen wir noch die Ecken ein bisschen zukleben. Das heißt, wir schneiden jetzt einfach mal hier in der Seite rein. Dann können wir nämlich hier umknicken. Und hier oben können wir es gleich abschneiden. Ja? So, wir nehmen also unseren Kleber, machen Kleber drauf und knicken es einfach so um. Schön. Ja? Sieht es so aus. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Wir schneiden es hier wieder ein und schneiden es hier einfach ab. So. Machen wir hier auch wieder schön Kleber drauf an der Seite. So. Und knicken es einfach schön um. So. Und dann müssen wir nur noch Kleber hier oben schön drauf machen. Und es insgesamt das ganze Papier schön draufdrücken. So. Schön festdrücken. Und dann ist es erstmal rundherum schön zugeklebt mit weißem Papier. So, wir arbeiten jetzt auf der Seite weiter, wo nicht der Verschluss ist. Also der Verschluss wird einfach hingelegt. Das ist der hintere Teil. So, jetzt müssen wir einfach unseren Karton so schön hinlegen und müssen jetzt unseren Schneemann raufmalen. Ja, als erstes sozusagen die größere Schneekugel wird gemacht, dann kommt die kleinere, der Kopf und dann kommt der Hut. So, wir fangen jetzt an, die untere Schneekugel zu malen. Also, ich nehme meinen Bleistift und male direkt bis zum ersten Knick. Der Knick ist ja hier. Bis dahin male ich erstmal meine Schneekugel. Dort fange ich einfach an. So. Und von dort aus, von dem Knick, male ich einfach die Schneekugel rund weiter. Ich zeige das gleich mit einem schwarzen Stift. Ja, also ich nehme mal meinen schwarzen Stift, male direkt bis zu diesem Knick von beiden Seiten, bis zu diesem Knick und vom Knick aus male ich einfach weiter. Und zwar hat der Milchkarton ja hier immer so eine Falte, genau bis dahin male ich die große Kugel weiter. Ja, ich zeige das mal. Ja, von hier unten bis zum Knick und dann einfach weiter bis zu diesen Knicken. So, und dann ist der Bauch dran. Von dort aus male ich mir jetzt den Bauch. Ja, und das male ich genau in dem inneren Teil hier von diesen beiden Knicken. Nehme ich wieder meinen Bleistift und male einfach mir so den Bauch einfach weiter. So. Ich zeige das mal gleich mit einem schwarzen Stift. Da male ich meinen Bauch einfach weiter. So schön so ein bisschen halbrund. So, dann habe ich den Bauch da drin schon gemalt. Ja? So, und jetzt ist noch der Kopf, der wird ja wieder ein bisschen kleiner. Da mache ich wieder so einen Schwung und male jetzt einfach meinen Kopf hier so weiter. Da wird ja ein bisschen kleiner. So einen Schwung nehme ich, zeige ich gleich mal. So, und es wird erstmal wie so ein Halbkopf, weil da kommt ja gleich noch die Mütze rauf. Ja? Ich zeige das nochmal mit Schwarz. So, dann ist da der halbe Kopf. Und jetzt wird oben nur noch die Mütze gemalt. So, da gehe ich einfach von meinem halben Kopf zur Seite. Wenn ich gleich mal den schwarzen Stift nehme, gehe ich einfach erstmal zur Seite und male es erstmal gerade rüber. Ja, erstmal gerade rüber malen. Und dann müssen wir wieder so einen kleinen Abstand machen. Vielleicht so ein bisschen den Daumen halten. So, ich mache mal hier eine... Und hier mache ich mir auch mit dem Daumen einen Punkt. So, ja, so einen kleinen Abstand dazwischen. Und dann male ich wieder den Strich zurück. So, einfach zurückmalen. Und dann habe ich diesmal meinen Hut so ein bisschen rund gemalt. Ich gehe so ein bisschen rund hoch.
aber auch wieder nur so halb hoch. Das mache ich von der anderen Seite genauso. So. So ein bisschen halb hoch. Weil hier oben bleibt die Mütze nämlich zusammen. Ja, und dann habe ich ja noch Arme, den Schneemann gemacht. Den mache ich einfach hier an der Mitte des Bauches, male ich ihm jetzt noch Arme hoch. Gehe ich von der unteren Schneekugel hoch. Ja, von der unteren Schneekugel einfach hoch. Und dann müssen wir hier wieder einen Abstand machen. Fingerbreit oder Daumenbreit ist besser. Und von dort aus dann wieder einfach so den Arm weitermalen. Der sieht so aus mit so einem Zwischenraum. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Ich gehe wieder von der großen Kugel hoch. Ja, von der großen Kugel hoch. Wieder so ein Daumenbreit oder auch zwei Finger, je nachdem wie groß deine Finger sind. Und dann einfach so. Ja, einfach, dass hier so ein kleiner Abstand ist. Ja, und dann habe ich dem Schneemann noch so einen Besenstiel gemalt. Und da male ich erstmal oben an seinen Arm oder an seiner Hand, je nachdem, so male ich mir das erstmal so auf. So einen Besen, ich zeige dir das mal. So, und dann habe ich einfach, das kann ja auch wieder jeder machen, wie er möchte. So, habe ich ihm so einen Besen gemacht und hier bleibt wieder so ein Stück übrig, weil ja an der Seite das nachher aufgeklappt wird, ne? Und das dann so 3D-mäßig aussieht. Ja, und dann habe ich einfach den Besenstiel, den kann man sich dann einfach runtermalen. So. Und dann ist der sozusagen hier auf dem Schneemann so drauf. Ja. Und dann müssen wir noch für die Mitte, das müssen wir ja ausschneiden, weil das soll ja beleuchtet werden, das Teil da drin. Das heißt, wir nehmen unseren Bleistift und malen jetzt noch mal so einen Innenkreis, so ein bisschen mit Abstand, weil so, wir malen ihm einfach einen Bauch, einen Innenbauch kann man sagen. Einfach so einen Innenbauch malen, einfach so schwungvoll nehmen und einfach in der Mitte noch mal so einen Innenbauch malen. Ja, einfach hier, ich mach das mal gleich lieber mal mit Schwarz. Sieht man immer ein bisschen besser. Ja, einfach mit der Hand schwungvoll so einen Innenbauch malen. So, und dann sieht er so aus. Ja, und jetzt ist er einfach bereit, ausgeschnitten zu werden. Wir fangen vielleicht als erstes an, außen auszuschneiden, bevor wir das Innenteil schneiden. Ja, wir nehmen einfach unsere Bastelschere und fangen am Hut an. Ich fange hier oben an, einfach ausschneiden, so. So, dann sieht es nämlich schon mal so aus, ja? So, und das gleiche können wir hier gleich auf der anderen Seite auch machen. So, so, dann ist der Hut schon mal rausgeschnitten. So, ja? Und dann ist der Hut auch zusammen. Das ist das Wichtige dabei, dass es wirklich auch zusammen bleibt. Ja, und dann schneiden wir einfach folgend an unseren Linien einfach aus. Ja, hier ist ja drin der Abstand, den wir uns gelassen haben. So, dann einfach runter und weiter schön am Schneemann. So, jetzt bin ich schon am Arm. So. Immer schön die Schere neu ansetzen. Ja. So, jetzt setze ich hier einfach wieder neu an. Und habe jetzt wieder hier schön natürlich sind die Arme zusammen. Dann hier unten wieder schön ansetzen. So. Und dann ist diese Seite schon mal schön miteinander verbunden. Ja? So, und das machen wir auf der anderen Seite genauso. Da wird es ein bisschen kompliziert, weil da ist der Besenstiel. Also wir machen erstmal alles mit der Bastelschere, soweit wir das können. Hier auch wieder einschneiden. Dann einfach runter ans Gesicht. So, dann bin ich hier schon. So, und dann muss ich gucken, was mir lieber ist, wie ich zurechtkomme. Also ich komme hier noch ein Stück weiter mit meiner Bastelschere. Immer schön frisch ansetzen. So. So, wenn es gar nicht mehr geht, dann nimmt man seine kleine spitze Schere. Ja? So, und beim Besenstiel einfach auch wieder frisch ansetzen und immer schön reinschneiden, damit die Zacken einfach auch nicht kaputt gehen. So, einfach immer zick und zack schneiden.
damit der Besen schön zu sehen ist. So, bin ich auch gleich schon fertig am Besen. Und das letzte Stück bleibt ja auch wieder verbunden. Ja, so. Und dann ist hier der Besen schön ausgeschnitten und wieder von beiden Seiten schön zu sehen. So, und dann bin ich jetzt schon hier unten und schneide hier einfach mal weiter. Dann ist hier der Besenstiel und dann so. Ja, und dann gibt es hier noch eine Feinheit. Wer möchte, kann das noch extra ausschneiden mit seiner kleinen Spitzenschere. Es ist ein bisschen Feinarbeit. Ja. Da muss man ganz, ganz vorsichtig einpieken. Es ist so ein kleines Mini-Dreieck, was man sich da rausschneidet. So. Und dann hat man sogar die kleine Lücke geschnitten und dann sieht man den Besenstiel auch richtig gut. Ja, und dann sieht es so aus. Ja, und jetzt ist das Innenteil noch dran. Das wird nicht komplett rausgeschnitten. Das heißt, die untere Seite, die wird nicht weggeschnitten. Wir schneiden den sozusagen halb aus. Ja, das zeige ich jetzt mal. Also ich würde sagen, also hier unten nicht schneiden, ja. Die Schere ein bisschen höher ansetzen, ja, so ein bisschen höher ansetzen und vorsichtig ausschneiden, so, rundherum, ja, so, einfach schön weiter und lieber erstmal warten und gucken, man kann ja immer noch nachschneiden, dann sieht es so aus. Dieses ganze Teil wird jetzt gleich so reingeklappt. Ja, weil da soll nämlich unser Teelicht drauf. Einfach mal gucken, bei mir kann ich noch ein bisschen aufschneiden. Einfach nochmal hier schneiden. So, ja. So, und dann nochmal drücken und gucken und anpassen, ob es auch wirklich passt. Ja, dann sieht es so aus. Und damit es auch hält, machen wir jetzt hier gleich einen Ritz rein und können es dann da durchschieben. Das heißt, wir nehmen uns mal einen Stift. Und den Stift müssen wir jetzt gleich so durchmachen und uns ein bisschen die Linie markieren, wo wir ungefähr mit der Schere es aufschneiden wollen. Ja? Also ich bin jetzt hier so reingegangen, habe mir einen Strich gemacht und nehme mir jetzt meine Schere und werde jetzt mal, es ist ein bisschen kompliziert, einfach mal rein mit der Schere und einfach mal aufschneiden. Ja? So. Ich weiß noch gar nicht, ob das reicht, aber jetzt kann ich ja schon von der Seite viel, viel besser schneiden. So, schneide ich das hier ein bisschen auf, so dass es so ein kleiner Schlitz wird. So, ich zeige das gleich nochmal von der anderen Seite. So, ich habe mir jetzt so einen kleinen Schlitz rausgeschnitten. Muss mal gucken, ob das überhaupt jetzt hinhaut. So, ja, wunderbar. Und dann kommt es jetzt so da raus und hält ganz gut. Ja? Und dann kann nämlich dann dort dann nachher das Teelicht gut reingestellt werden. Ja, aber der Bauch ist ja hier sozusagen zugeklebt und gemalt und gestalten. Und dafür haben wir jetzt noch hier unser Butterbrotpapier. Das kleben wir jetzt einfach wieder zu. Ja? Das heißt, wir nehmen jetzt wieder unseren Kleber und müssen jetzt einfach hier schön Kleber machen, um das Loch wieder schön zuzukleben. So, schön Kleber nehmen. So, und dann einfach drauflegen. Und schön randrücken und alles, was zu viel ist, das natürlich dann einfach abschneiden. Ja, sieht dann erstmal so aus, sieht ganz gut aus. Dann einfach die Schere nehmen, so, und dann alles, was zu viel ist, einfach abschneiden. So, ist ja sowieso alles weiß, das ist ja sowieso nicht so schlimm. Ja. So, hier vielleicht noch und hier und dann einfach mit dem Kleber das, was noch nicht so schön klebt, einfach nochmal Kleber rauf und einfach schön draufdrücken. Ja, und dann sieht es so aus. Ja, und dann ist der Schneemann eigentlich bereit, schön gestaltet zu werden. Ja, ich habe dem Schneemann sogar noch hier noch einen Schal gemalt und seine Knöpfe. Du kannst auf der Rückseite, habe ich den Schal so weitergemalt. Ja, das kannst du ja alles so machen, wie du möchtest.
Ja, und natürlich ist dann natürlich das absolute Highlight, ist natürlich dieses Teelicht, finde ich. Was man einfach gucken, wo man das am besten reinstecken kann. Und dann ist der echt beleuchtbar. Ja, und dann gerade so, wenn es dunkel wird oder so, dann leuchtet der halt noch und das ist doch echt super. Ja, wir sind dann erstmal soweit fertig und ich hoffe, du hast jetzt richtig Lust, dir natürlich auch so einen Schneemann zu basteln. Und du weißt ja, ich bin wie immer voll neugierig, wie dein Schneemann aussieht. Und schick mir doch bitte deinen selbstgebastelten Schneemann unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse. Denn alle Schneemänner, die hier bei mir ankommen, die leuchten natürlich gemeinsam und stehen bei mir im nächsten Video. Und darüber würde ich mich total freuen. Ja, wenn du einfach noch mehr Lust bekommen hast, mit mir zu basteln, dann geh doch einfach mal auf meine Playlist Winter. Da findest du noch weitere Anregungen. Ja, aber ansonsten abonniere doch einfach meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News von mir. Ja, ansonsten würde ich mich natürlich genau über deinen Daumen nach oben freuen. Okay, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.